Herzlich willkommen bei einer weiteren Staffel von Showstar. Sowohl die Jury als auch die Models sind Ihnen bereits ausreichend bekannt. Deshalb müssen wir kein Wort mehr über Sie verlieren. Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Jury ein einstimmiges Ergebnis braucht. Da ansonsten die Gewinnerin der letzten Show erneut gewinnt? So eine blöde Regelung. Wie? Wir sind auf Sendung? Oh. Wie gesagt, das sind die Regeln. Dann beginnen wir mit der Show. Los geht's, Mädels. Ach, wunderschön. Na los, komm, na, komm. Ciao. Die nächste bitte. Das war zu einfach. Und ciao. Verdammt, die kann fliegen. Hoppla, das war daneben. Ich meine, zum Glück ist niemand etwas passiert. Aber keiner wird doch für die hässliche Fee stimmen, oder? Ich kann ja wirklich fliegen. Ich dachte, das sind Plastikflügel. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht. Aber alle drei wieder. Nochmal einen eingespielten Applaus für unsere Kandidatinnen. Nun, verehrte Jury, seid ihr zu einem Ergebnis gekommen? Ich habe natürlich genau das Haar der Kandidatinnen analysiert und muss, wie kann es auch anders sein, dazu sagen, dass keine von ihnen an meine Haarpracht herankommt. Schön. Der Abgang von H. Low durch die Falltür hat ihre Haare arg zerzaust. Ein unverzeihlicher Fauxpas. Die Haare der Fee gefallen mir ebenfalls nicht. Deshalb stimme ich für Lilly. Wunderbar. Ich meine, als unparteiischer Moderator nehme ich das zur Kenntnis. Verehrte Heldenbotschafterin, wem würdet ihr eure Stimme geben? Halo hat mich in dieser Show überhaupt nicht überzeugt. Lilly allerdings ist auf ihre kindliche Art äußerst interessant. Ich stimme für sie. Exzellent. Ja. Nun, dann kommen wir zu unserem dritten Juroren, dem Schwarzen Ritter. Für wen stimmt ihr? Also, ihr wart alle drei einfach grottenschlecht. Ich habe Frösche gesehen. Die haben mehr Ausstrahlung als du, Halo. Der Abgang durch die Falltür war einfach erbärmlich. Eigentlich würde ich für Lilly stimmen, aber dieser grüne Umhang ist wirklich widerlich. Ich hasse Grün. Deshalb stimme ich widerwillig für die gute Fee. Interessant. Da es kein eindeutiges Juryergebnis gab, gewinnt H. Low. Ich habe gewonnen. Ich bin so glücklich. Ich danke allen meinen Fans dort draußen und natürlich der Jury. Ich habe natürlich immer an mich geglaubt. Das war's dann vorerst mit Showstar. Vielen Dank fürs Zuschauen und sehen Sie sich unbedingt auch die nächste Folge an. Er hasst Grün, hat aber hier grüne Weintrauben, die er uns nicht gibt. Gut, wir haben grüne Farbe, die uns was bringt. Verlockend, aber nein. Das lasse ich lieber. Das müssen wir nicht nochmal wiederholen, würde ich sagen. Spielverderberin. Ich darf doch bitten, dass du es gut machst. Hey, die... Ja, die gehören dir. Nein! Was können wir da jetzt tun? H. Low will rock the world! Er überkippt sie nicht mit Farbe. Nicht nett. Wir reden nochmal mit ihr. Diese Kaki, ihr Schnuckelputzelchen. Ach. Wir gehen. Ich verspüre schon wieder diesen Würgereiz. Adieu, ich Sahnestückchen. Ja. Was ist mit dir, Schwarzer Ritter? Warum?
bist ja ganz sympathisch, gell? Ich mit deiner bin schon Art ganz so. Auf. Hey! Gibt es noch etwas? Ja, warum stimmst du nicht für Lilly? Ja, Dämonenfreund, Piratenfreund. Genug Geschwätz! Bis später! Ja, nu. Wieso denn bloß? Ein Eimer mit grüner Farbe. Ein Eimer mit grüner Farbe. Ein Eimer mit grüner Farbe. Besser nicht. Was machen wir denn mit der grünen Farbe hier? It's H-Lo, bitch. Ja. Also er mag ihren grünen Umhang nicht. Können wir mit Lilly reden? Sitz rein für das Volk, das sich hier freiwillig verblöden lässt. Naja, jeder gestaltet eben seine Freizeit etwas anders. Manche Leute können dem Theater wohl mehr abgewinnen, als Duseville. Manche Leute lassen sich auch Metall durch die Zunge hauen, springen von Brücken oder wollen gute Menschen sein. Wir werden alle Zuschauerrekorde... Lieber nicht. Mann, das ist nicht schön. Wieso kann ich die Fee nicht einfärben? Das lasse ich lieber. Nein. Ach, Mann. Echt, ey. Nein. Nein. Mit dem Hammer und dem Lappen. Können wir da irgendwas machen mit? Boah. Gute Fee. Schauspielerin. Er hat nicht zufällig mehr Klamotten von der? Nee. Flügel. Mit der Säule. Das lassen wir besser, solange uns jemand beobachtet. Aha, das lassen wir, solange uns jemand beobachtet. Eine Säule. Sehr interessant. Aber Seville, interessierst du dich denn gar nicht für die wundervolle Architektur? Kein bisschen. Naja, ich muss zugeben, ich auch nicht. Mach ich nicht. Mann, ich hoffe, das müssen wir nicht nochmal wiederholen, würde ich sagen. Spielverderberin. Aber das findet sie für Grüne die Säule. Das lassen wir besser, solange uns jemand beobachtet. Hallo nochmals. Okay. Showstar beginnt. Alle auf ihre Plätze. Herzlich willkommen, sowohl die Jury. Los geht's. Das lassen wir besser, solange uns jemand beobachtet. Ah. So, sie macht jetzt die Säule grün, dann lehnt sich die Fee ran und wird auch grün. Und dann mag er sie nicht mehr, weil sie... Oh, das verklebt die Flügel. Ich bin mir noch nicht so sicher. Schön dick eingekleistert, gleich zweimal. Ja. Jetzt. Nochmal einen eingespielten Applaus. Nun, verehrte Jury, seid ihr zu einem Ergebnis gekommen? Ich habe natürlich genau das Haar der Kandidatinnen analysiert und muss, wie kann es auch anders sein, dazu sagen, dass keine von ihnen an meine Haarpracht herankommt. Der Abgang von H. Lowe durch die Falltür hat ihre Haare arg zerzaubert. Wunderbar. Ich meine, als unparteiischer Moderator nehme ich das zur Kenntnis. Verehrte Heldenbotschafterin, wem würdet ihr eure Stimme geben? Halo hat mich in dieser Show über... Exzellent. Ja, ich sag's gleich. Nun, dann kommen wir zu unserem dritten Juroren. Dem Schwarzen Ritter. Für wen stimmt ihr? Also, ihr wart alle drei einfach grottenschlecht. Ich habe Frösche gesehen. Die haben mehr. Eigentlich. Interessant. Ich habe gewonnen? Ich habe natürlich... Was war's da? Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Jetzt müssen wir uns ja nicht alles anhören, was wir schon ein paar Mal gehört haben. Ja, jetzt ist sie grün befleckt. Nett. Okay, jetzt das ganze Spiel hier nochmal. Hallo nochmals! Und zwar...
Showstar beginnt. Alle auf ihre Plätze. Herzlich willkommen, sowohl die Jury als auch... Los geht's, Mädels. Wir skippen das Ganze mal, was wir schon kennen. Tja, jetzt ist sie schön grün befleckt. Tja. Tschüss. Sie fällt aber immer wieder drauf rein, gell? Sie lernt's nicht. Sie kann wieder fliegen, aber sie ist total grün und deswegen mag er sie nicht. Mit Kreide gezeichnetes X, aber das ist doch jetzt auf der falschen. Und da vorne? Naja, wird schon passen. Zack, jetzt. Nochmal einen eingespielten Abgang. Nun, verehrte Jury. Ich habe natürlich genau. Ja. Der Abgang. Wunderbar. Ja. Ich meine, verehrte Herr. Halo hat mich. Exzellent. Also, ihr wartet. So, jetzt. Was hören wir uns jetzt an? Einfach grottenschlecht. Ich habe Frösche gesehen, die haben mehr Ausstrahlung als du, Halo. Der Abgang durch die Falltür war einfach erbärmlich. Das Grün von Lillys Umhang ist einfach widerlich, aber das Grün auf dem Kleid der Fee ist ja noch schlimmer. Deshalb stimme ich, wohl oder übel, für Lilly. Ausgezeichnet. Damit haben wir ein eindeutiges Ergebnis für Lilly. Ich habe gewonnen? Wow, vielen Dank. Ich habe verloren? Ja. Das kann gar nicht sein. Ich bin die großartige H-Lo. Niemand gewinnt gegen mich. Tja, so sind eben die Regeln. Du hast verloren. Verloren. Das ist meine Show. Ich verliere doch nicht gegen ein kleines Kind in meiner eigenen Show. Das Ganze ist doch Betrug. Schiebung! Showstar ist totaler Blödsinn, wenn ich nicht gewinne. Die Show wird abgesetzt. Für immer. Ihr seid alle entlassen. Raus. Raus. Ich denke, damit ist Showstar-Geschichte. Dein Vertrag ist jetzt wohl nicht mehr wert, oder? Es sieht ganz danach aus. Nun ja, wie war das mit dieser Abstimmung? Du musst dringend zur Abstimmung der Abgeordneten kommen und für Gwendolyn stimmen. Für Gwendolyn? Eigentlich wollte ich für Basilius stimmen. Aber nun gut, weil du es bist. Es sei. Vielen, vielen Dank. Gerne, mein Engel. Nun denn, ich mache mich auf den Weg. Auf bald! Lilly, ich glaube, sie mag dich. Ja und? Was meinst du? Ach, nichts. Ist schon gut. Sammeln wir die anderen Abgeordneten zusammen, damit wir der unfähigen Gwendolyn auf meinen Thron helfen und treten dann Basilius in den Hintern. Hört sich nach einem tollen Plan an. Los geht's! So, das war die erste Abgeordnete. Nehmen wir die Weintrauben mit. Jo, das war auf jeden Fall eine klasse Show, diese Showstar-Show. Und wie immer, wenn die gewünschten Leute nicht gewinnen, werden die Shows abgesetzt. Aber in der Realität ist es doch meistens so, dass scheißegal ist, wer gewinnt. Hauptsache die Einschaltquoten stimmen. Deswegen sind immer irgendwelche unbekannten Ärsche meistens hier. Und da auch meistens ein Bekannter, ein Halbbekannter und ein Unbekannter. So ist meistens die Zusammensetzung. Ja, Weintrauben. Eine Handvoll Weintrauben. Was wir wohl mit Weintrauben anfangen können. Sie nützen uns nicht, um einen Schloss zu das Schlüssel zu finden. Sie nützen uns nichts beim Dämon, würde ich sagen. Er sucht ja einen Dungeon. Würde ich sagen, probieren wir die Weintrauben bei der Sekretärin aus. Ja, vielleicht. Klingt nach einem Plan. Hier. Ich war noch nie dafür bekannt, spendabel zu sein. Verdammt.